Ja, hallo. Herzlich willkommen bei Werner Vino. Heute geht's um den härtesten Weinwettbewerb in Franken. Best of Gold. Ja. Im Kloster Hohe Pforten in Würzburg. Und ja, es sind ungefähr, ich glaube, 380 Weine angestellt. Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie eine Goldmedaille bei der Prämierung bekommen haben oder eben auch die Möglichkeit haben, vielleicht nachträglich prämiert zu werden auf das Niveau. Also wir haben hier Weine mit sehr hohem Niveau dabei. Ich glaube 55 Tester, also eine ganze Menge. Es wird blind verkostet. Und ja, ich glaube, 10 Testergruppen sind eingeteilt. Ich habe schon gesehen, was ich testen darf. Spätburgunder und vorher Silvaner und Weißburgunder. Was willst du mehr? Ja, ich will jetzt gar nicht viel rumlabern. Es geht auch gleich los. Ich werde mich zwischendurch nochmal melden. Ja, kurze Meldung zwischendurch. Der Test ist um, ich glaube, 9 Uhr losgegangen. Vom Mittagessen kurz unterbrochen für eine Stunde und dann bis 16 Uhr wurde durchgetestet. Zum Schluss wurden zwei Gruppen zusammengefasst und es wurde dann auch in der letzten Runde am Ende des Nachmittags praktisch schon die Kürung durchgeführt. Da sind die ersten Plätze also schon festgelegt worden. Wir wissen das Ergebnis noch nicht. Das erfahren wir auch erst heute Abend. Um 18 Uhr geht es dann los im Klostergarten mit der Siegerehrung. Und von dort melde ich mich dann wieder. Und wir lieben Franken. Bisschen näher dran. Ich weiß es nicht. Genau, also es ist einfach die vielfältigste Rebsorte, die wir halt haben. Und was kann man alles machen? Feine Weine, kräftigere Sekt, edelsüß. Das ist Wahnsinn. Es hört einfach nicht auf. So spannend. Genau. Ja. Wie viel Prozent bei dir in Bamberg sind Silvaner? Wie viel Prozent deiner Weine ungefähr?
Noch zu wenig. Noch zu wenig, ausbaufähig, sehr gut. Dafür aber ist schon heute da. Also der Gewinner und wofür ich die Patin bin und sehr, sehr stolz bin und mich sehr freue, ist 2021 Marc Breiter Sonnenberg Silvana Kabinett Trocken vom Weingut Greglinger aus Segnitz. Herzlichen Glückwunsch. Der Winzer kommt für uns auf die Bühne, wunderbar. In der Kategorie Silvana zu gewinnen, ich habe noch ein zweites Mikro, dann klappt es auch. In der Kategorie Silvana zu gewinnen, das schlägt das Herz schon ein bisschen höher, oder? Ja, unbedingt. Wir haben ja schon ab und zu mal bei Best of Golden ersten Platz gemacht, bei verschiedenen anderen Weintypen, Weinqualitäten. Und da habe ich immer gedacht, ja gut, Rieslana, das ist so die Passion von uns auch. Warum eigentlich diese Rebsorte Silvana, wo auch die Konkurrenz am stärksten ist, das wäre schon mal eine tolle Sache. Und ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte es nicht gedacht, dass er hier den ersten Platz belegt. Also das hat uns auch sehr gefreut. Und die Gerti, meine Frau, hat gesagt, naja, du hättest doch nicht geglaubt, ich habe es halt einfach mal angemeldet. Also, und die Frau haben immer recht. Wie immer, fränkisches Understatement in Reinsform, aber wir freuen uns sehr, dass ihr eben mit diesem Silvana gewonnen habt. Mittlerweile ist ja auch die nächste Generation bei euch im Betrieb schon angekommen. Wie sieht es da aus? Es kommt immer noch der Papa auf die Bühne. Wann gibt es irgendwann mal den Wechsel bei euch? Ja, also das muss man ehrlicherweise sagen. An sich hätte da hier schon die nächste Generation da sein müssen. Der Sohn Martin und seine Partnerin, die Alexa, haben da schon sehr viel an diesen Weinbergen gemacht, gerade den Weinberg draußen. Und ich muss auch gestehen, also ganz so viel Trauben hätte ich auch nicht rausgeschnitten. ja, aber es war jetzt im Nachhinein zumindest richtig, ja. Und die hätten auch auf jeden Fall kommen sollen, aber heute ist der Junggesellenabschied von unserem Schwiegersohn und da hat der Sohn gesagt, also das ist jetzt fast sogar ein bisschen wichtiger, weil eine Hochzeit sollte im Leben nur einmal stattfinden. Natürlich. Und da haben sie halt gesagt, die Männerrunde in diesem Fall, die gehen auch nach Würzburg, allerdings einfach zum Liebe Essen. Sandra, aber dann haben man sieht euch ja öfters mal auf der Bühne. Wenn man zu euch kommt, ins Weingut kommt, dann merkt man, da ist einfach eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Und wie läuft es bei euch? Macht ihr euch genau Gedanken im Vorfeld, wenn ihr solche Weine erzeugt? Gibt es da eine genaue, ausgeklügelte Planung oder sind es dann eher mal Zufallsprodukte? Verratet uns das Geheimnis hinter den Horst-Sauer-Weinen. Also hinter solchen Weinen oder hinter unseren Weinen steht immer eine Planung. Ohne eine Planung kann man, glaube ich, auch qualitativ nicht so hochwertige Weine machen. Deswegen definitiv mit Planung, die wir aber beide immer noch zusammen machen. Wir verstehen uns da auch wirklich gut. Und für uns ist auch mit einer der wichtigsten Zeitpunkte, um Wein zu machen, im Endeffekt der richtige Lesezeitpunkt. Und da kann es dann schon auch mal sein, dass wir während der Lese 5 bis 10 Mal durch einen Weinberg durchlaufen, um zu gucken, wann denn jetzt wirklich auch der richtige Lesezeitpunkt ist. Und das ist natürlich dann bei solchen Weinen dann auch ausschlaggebend. Normalerweise steht ihr ja mit Riesling, edelsüß, mit trockenen Wein oder mit Silvana hier auf der Bühne. Zumindest hatte ich immer den Eindruck, dass es mit den Wein war. Trotzdem ist es ein Müller-Thurgau. Viele trauen dem Müller-Thurgau ja nicht wirklich was zu, aber das zieht sich bei euch komplett durch. Jede Rebsorte wird gleich behandelt und ihr gebt trotzdem, auch wenn es Müller-Thurgau ist, in Anführungszeichen, richtig viel Gas, auch in der Qualität. Auf jeden Fall. Also ich freue mich total, dass es ein Müller-Thurgau ist. Du hast ganz richtig gesagt, mit Silvana und Riesling hatten wir doch schon den ein oder anderen Erfolg. Und für uns ist Müller-Thurgau eine ganz wichtige Rebsorte. Wir haben nach wie vor 20% unserer Rebfläche mit Müller-Thurgau bestockt. Es wird den ein oder anderen auch wundern, aber wir exportieren den Müller-Thurgau auch zum Beispiel nach Schweden, in die Niederlande und sogar nach Italien. Also es ist eine wichtige Rebsorte, die, wenn sie dementsprechend behandelt wird, ich glaube, ganz gute Weine zum Vorschein bringt und eben auch dann anerkannt wird.
Absolut. Ihr habt gerade noch mal ein Grundstück kaufen können und seid, glaube ich, gerade in der Planung für den Umbau. Baut ihr noch mal an wegen diesen ganzen Trophäen oder ist hinten in der Schatzkammer noch genug Platz? Also wegen den Trophäen alleine bauen wir jetzt nicht an, aber der Wunsch ist schon auch, dass es einen Raum geben wird, um die Auszeichnungen wirklich auch noch mal gebührend darzustellen und dem Ganzen noch mal einen anderen Raum zu geben. Das, was auch, das ist auch für uns im Endeffekt etwas, noch mehr etwas sein wird, wo man vielleicht mal durchläuft, wenn man so ein bisschen auch ins Zweifeln kommt, wenn man sich eine Frage stellt, wie löse ich jetzt dieses oder dieses Problem? Und da ist es schon auch immer recht hilfreich, zurückzugucken, zu schauen, was habe ich denn schon alles geleistet und dem Ganzen nochmal einen schönen Rahmen zu geben. Das wird es in unserem Neubau dann auch geben. Wunderbar, dann gehen jetzt ganz, ganz liebe Grüße an die ganze Familie raus. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Für die Patin gibt es natürlich den Müller-Thurgau für zu Hause nochmal zum Nachverkosten. Und du darfst den Ceratiten mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Das Mikro ab. Wir heute gemeinsam erleben dürfen. Lieber Harald, herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Auszeichnung. Ja, vielen Dank. Du arbeitest, und das kann ich wirklich von Herzen sagen, im Keller, sowohl als auch im Weinberg, wirklich zu 100% akribisch und perfekt. Wie ist das? Wie fühlt es sich jetzt an? Ist es für dich wirklich eine Bestätigung deiner Arbeit? Tatsächlich ist es wirklich. So fühlt es sich an. Ich freue mich tierisch über den Preis. Vor allem auch für den Wein, weil das halt auch so ein bisschen ein Gedanke mit der Neuanschaffung von dem Weinberg und der Idee, aus dem Weinberg auch wirklich einen großen Wein zu entwickeln, über Jahre hinweg. Und wenn das dann am Ende auch gelingt, so ein bisschen mit 10-12 Jahren Vorlauf dahin zu kommen, dann mal hier zu stehen, das ist schon großartig. Ja. Erzähl uns ein bisschen was über die Vision, Kräuter Bastel Filetstück, was steckt da dahinter? Ja, ich muss vielleicht sagen, ich bin ja als Winzer in Kastell, Iphofen, Wiesenbrunn, so in der Ecke groß geworden, habe da einige Betriebe kennengelernt und auch, ich sag mal so, die Qualitätsmaxime, die dort geherrscht hat. Und mich hat es dann aber in der weiteren Entwicklung auch so ein bisschen in den eigenen Lagen so die Unterschiede der einzelnen Weinberge fasziniert und versuchen eben bei uns, gerade mit dem Silvaner, sehr intensiv die einzelnen Standorte herauszuarbeiten. Und ich glaube einfach, dass der, mit dem wir jetzt hier den Weindienst im Glas haben, dass unser wirklich bester und herausragender Weinberg ist. Etwas Spezielles an sich hat, glaube ich, dass wir in unseren anderen Weinen vielleicht nicht so finden in dem Maße. Und dieses Herausarbeiten des kleinen Stückchens Erde, du kennst den Weinberg sehr gut, Caro. Ja, das ist so was ganz Besonderes, war eine Vision vielleicht. Und jetzt sind wir auch ganz froh, dass es irgendwie geglückt ist. Und ja. Ich freue mich und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Wein im Glas. 2021, Wippfelder 10 Grad, Weißburgunder Spätlese Trocken, Winzergemeinschaft Franken, Kitzingen. Herzlichen Glückwunsch. Da kommen zwei zu uns auf die Bühne. Dann zwei Mikros haben wir, das passt sehr, sehr gut. Bei mehr wird es dann schwierig. Herzlich willkommen auf der Bühne. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg. GWF, viele Winzer unter einem Hut. Das ist immer eine wahnsinnige Teamleistung. Ihr dürft noch einen ganzen Schwung mit mir nach vorne kommen. Steht so in der Wand, da kann man euch gar nicht richtig sehen. Teamleistung, viele Winzer, die alle unter einen Hut zu bringen. Wie gut gelingt euch das und was tut ihr da dafür? Ja, ich glaube, wir schaffen das immer besser. Deswegen sind wir auch stolz darauf, heute den Preis stellvertretend für die vielen Winzer und für die Kellermeister, die an den Weinen mitgearbeitet haben, entgegenzunehmen. Das freut uns sehr. Wie gesagt, heute früh, ich habe mein Handy aufgemacht, so ein bisschen den Tag strukturiert und huch, schon wieder Best of Gold. Aber man rechnet nicht wirklich damit und wie gesagt, es ist eine Teamleistung. Wir sind ein großes Haus mit vielen Individuen, die wir aber steuern und zusammenbringen, damit was Hervorragendes am Ende rauskommt. Ja. Wie läuft es bei euch? Ihr seid, wie gesagt, ein großes Haus. Normalerweise ist es ja der Winzer, der dann wirklich so seine Weine alle super detailliert kennt. Wer wählt es bei euch aus, welche Weine angestellt werden? Macht ihr das zusammen im Vorstand oder wie läuft das?
Nee, also den Vorstand lassen wir raus. Das macht die Geschäftsführung zusammen mit den Kellermeistern. Wir sind ein großes Team und es freut uns das sehr, dass wir auch ein junges Team sind. Und die Kellermeister machen die Vorschläge, wir verkosten es zusammen. Das sind 5, 6 Leute. Und dann gibt es eine demokratische Diktatur, wie wir das dann dementsprechend aussuchen. Hat 2021 Dettelbacher Sonnenleite Riesling Spätlese vom Winzerhof Kieselsmühle aus Dettelbach. Ich war jetzt ganz gespannt, wer von euch auf die Bühne kommt. Herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal an der Stelle. Danke nochmal. Wir freuen uns sehr mit euch. Das Motto klein, aber fein ist bei euch ganz wichtig. Ihr seid ein kleiner Familienbetrieb. Erzähl ein bisschen was über euch. Wie viel Hektar? Wo seid ihr zu Hause? Wir sind ein sehr kleiner Familienbetrieb. In Nebenerwerb führen wir diesen Betrieb zurzeit noch. Meine beiden Damen sind eigentlich meine Frau, die gelernte Winzerin, meine Tochter, die diplomierte Önologin. Ich mache sie Nebenerwerb, ich bin hauptberuflich Kellermeister und wir stecken halt sehr viel Herzblut und sehr viel Mühe in diese Nebenerwerbsgeschichte rein und versuchen den Betrieb natürlich auch ein bisschen bekannt zu machen, die Kieselsmühle nach vorne zu bringen. Es ist uns auf verschiedenen Ebenen schon gelungen, aber ich freue mich heute natürlich absolut riesig, hier diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Das war schon immer der große Traum von meiner Frau, einmal diesen Ceratiden zu bekommen. Ne? Also wirklich, das war ihr größter Wunsch und nach den Anrufen, die ich heute die Mitteilung bekommen habe und meine Frau benachrichtigt habe, ich glaube, ich habe sie durch die Wohnung springen hören.2021, Iphöfer Kronsberg, VDB, erste Lage, Scheurebe, jetzt kommt's, dafür hassen uns alle anderen Weinländer, alte Reben, Qualitätswein, aber ganz großartig, Weingut Hans Birschek hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch, der Kellermeister ist heute bei uns auf der Bühne. Du darfst den Preis in Empfang nehmen. Ich würde auch was sagen, wenn ich ein Mikro hätte. Ah, das ist sehr gerne, sehr gerne. Hallo, guten Abend zusammen, freut mich mit euch zusammen heute zu feiern. Sehr schön, dass ihr da seid. Für euch ist es ja auch nicht das erste Mal, dass ihr mit einem Ceratiden hier rausgeht oder auf dem Treppchen steht sozusagen. Man liest und hört sehr viel von euch in der letzten Zeit bei Verkostungen. Andrea ist jetzt erst Winzerin des Jahres, glaube ich, geworden, erst vor kurzem auch. Was macht die Magie der Iphöfer-Lagen aus? Die Scheurebe Alte Reben ist für mich so ein Kultwein, den man kennen muss, wenn man in Franken unterwegs ist. Ist es der Boden? Ist es die Arbeit bei euch im Keller, im Weinberg? Wie schafft ihr das? Ja, also ich komme ja weiter vom Norden her, das heißt aus der Region um Bamberg. Und mittlerweile ist es so, Iphofen ist meine zweite Weinheimat geworden. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren dort. Und das Schöne ist, wenn man ein tolles junges Team übernimmt, es passiert im Alter so, dass mittlerweile das Team immer jünger wird. Aber letztendlich bin ich auch stellvertretend dafür da. Das große Potenzial ist der Iphöfer Kronsberg. Das sind alte Reben und das hört sich alles so ein bisschen abgedroschen an. Jeder redet über das Terroir, jeder redet über diese alten Reben. Aber diese Reben werden mittlerweile bald 50 Jahre alt. Und wir hatten miteinander einen Break bei uns durch die Flurbereinigungen. Und schön ist, wenn solche Reben noch stehen. Also der Weinberg, ganz ehrlich, die Insider kennen ihn, er ist mittlerweile etwas zahnlückig. Aber wir heben ihn immer wieder auf. Es werden Stöcke mal nachgepflanzt, die werden dann natürlich aussortiert. Aber diese Reben, das ist die Basis und 220 Millionen Jahre, das ist die andere Basis. Das heißt, diese Reben stehen auf Keuper. Und Keuper war viele Jahre, auch in meiner önologischen Jugend, äußerst uncharmant. Das waren immer Weine, die haben so ein bisschen Düftchen gehabt, die waren so ein bisschen böchsrig, die sind immer aufgefallen. Und das steht der Scheurebe natürlich sehr, sehr gut. Und wir versuchen, diese leisen Töne durch eine gewisse lautere Finesse zu untermalen. Und wenn man gerade mal das letzte Jahr, also die Winzerkollegen wissen, letztes Jahr war sehr, sehr schwierig. Und das Schwierigste von allem waren die Scheureben. Und die haben nicht nur schlecht ausgeschaut, die haben besch ausgeschaut. Und gerade deswegen freue ich mich stellvertretend für alle, die im Weinberg arbeiten und im Keller, das entgegenzunehmen, weil das war der Wein mit der größten Mühe. Umso schöner, dass ihr gewonnen habt. Herzlichen Glückwunsch. 220,
Wipfelder Zentgraf Silvana Qualitätswein aus dem Gewand Reiter Weingut Uwe Geisner aus Garstadt. Gessner. Wer auf die Bühne muss. Tatsächlich schon zum zweiten Mal hier oben bei uns auf der Bühne, zum zweiten Mal gewonnen. Marco, wann war das erste Mal? 2019, gell? Genau, 2019 war das erste Mal und jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal. Also, dass es in der kurzen Zeit dann so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe euch vorhin beide mal zusammengeführt und ich habe gemerkt, es hat direkt gematcht, oder? War es beim Wein bei euch auch so? Ja, ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe so von so einem komischen Sommelier gesagt bekommen aus Hamburg, ey, du ziehst erst einmal ein Hemd an. Ja, hätte ich gewusst, hätte ich kein Hemd angezogen. Aber super, ja, passt ja irgendwie. Perfekt, passt sehr gut zusammen. Lieber Marco, nächste Generation bei euch im Haus. Du hast schon für Furore eben gesorgt, 2019 mit Veritas Wein hast du gewonnen damals, glaube ich. Und jetzt wieder sozusagen unter deiner Hand, der Uwe, dein Papa ist heute Abend auch dabei, der hat mir vorhin erzählt, was das, wie das entstanden ist mit dem Wein, der heute gewonnen hat, mit dem Silvana Qualitätswein. Da warst du wohl sehr akribisch unterwegs. Erzähl uns was dazu. Ja, also er stammt aus einer Lage, die hat man vor 20 Jahren nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollen eigentlich, weil im unteren Bereich vom Weinberg, da werden die Trauben eigentlich nie so richtig wirklich schön reif. Durch den Klimawandel hat sich das natürlich jetzt ein wenig geändert und unten rein behalten sie noch eine gewisse Säure, oben rein sind sie goldgelb. Und du hast dann so einen Mix aus beidem. Du hast nicht diese überladene Fruchtfülle, sondern du hast auch diesen Drive von der Säure, sage ich mal. Und das ist eben erst durch den Klimawandel gekommen, dass die Lage jetzt auf einmal, dass man daraus jetzt so hochwertige Weine machen kann. Und es war natürlich auch im 2020er Jahrgang so, dass es viel erfroren ist. Und da waren zwei Generationen im Weinberg gehangen. Und es durften aber bei der Lese, selektive Handlese, durften nur die Trauben gelesen werden, die schon einen braunen, verholzten Stängel hatten. Also es wurde wirklich darauf geachtet, die Eimer wurden durchgeschaut, dass physiologisch vollreifes Lesegut da mit in den Wein kommt. Also es war nochmal eine größere Herausforderung, wenn du sagst Frost, es ist ja super schwierig, dann tatsächlich so perfekt darauf zu achten, dass jeder wirklich das Richtige in den Eimer tut. Da habt ihr ein tolles Leseteam zu Hause. Wie sieht es da aus? Ja, also wir haben einen guten Mix, sage ich jetzt mal, aus Saisonarbeitern und aus einer wirklichen guten Truppe an rüstigen Rentnern, die wirklich mitziehen. Die ziehen voll durch. Ja, da sind wir echt froh drüber. Die reißen auch mal, wenn es sein muss, den Karren aus dem Dreck, wenn es mal draußen brennt. Ne? Also das möchte ich echt mal sagen. Das ist echt eine gute Hilfe, wenn es mal drauf ankommt. Da dürft ihr sehr stolz drauf sein, genauso wie natürlich auf den Preis. Du bist vor kurzem auch erst Papa geworden. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. 4,5 Wochen ist er jetzt alt. Also habt ihr einiges, worauf ihr stolz sein könnt, worauf ihr feiern, also mit dem ihr feiern könnt. Dabei wünsche ich euch als Familie jetzt alles Gute und ganz, ganz viel Spaß. Sag herzlichen Dank. Danke und du darfst jetzt natürlich die Trophäe noch in Empfang Silvana nehmen. Eiswein vom Weingut Höflinger. In Eusenheim. In Eusenheim. Uns auf die Bühne kommt heute tatsächlich nicht der Winzer, sondern sozusagen die Winzerin und nimmt den Preis entgegen. Wir hören später jetzt gleich noch mal eine kleine Botschaft auch von Klaus, aber vorher würde ich dich gerne noch mal fragen, wie ist es, ihr seid zum 5. Mal hier Sieger bei Best of Gold. Ich habe den Klaus immer so erlebt, wenn er unterwegs war, er hat super akribisch gearbeitet an seinem Erfolg, stand immer mit 100% Leidenschaft hinter seinen Weinen. Wie geht's euch dann, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr auf den Erfolg so unter euch privat mal anstoßt? Ist es für ihn auch echt eine Entschädigung für die Arbeit in den Steillagen, Stettener Stein? Ihr habt ja unglaublich viele Steillagen. Wie geht's ihm damit? Also mein Mann freut sich immer riesig und ist auch immer sehr nervös und aufgeregt, also gerade bei Best of Gold Verkostung. Also da kann er an dem Tag überhaupt nichts arbeiten. Er rennt da nur im Weingut rum und wartet auf den Anruf. Also da ist er wirklich schon immer sehr nervös und er ist eigentlich auch wirklich immer mächtig stolz auf jede Goldmedaille, was er bekommt. Und ja, er steckt da auch sehr viel Arbeit dahinter. Er wollte heute ja eigentlich auch unbedingt dabei sein und deswegen hören wir ihn jetzt trotzdem. Er hat uns nämlich eine kleine Botschaft gesendet, die wir jetzt hören. Ja, hallo,
liebe Kollegen. Ich freue mich sehr über meinen 5. Best-of-Gold-Sieg. Leider kann ich nicht an der Preisverleihung teilnehmen, weil ich den Frankenwein auf der BR Radeldur vertrete. Wir sind heute mit Max Giesinger in Landau an der Isar. Und ich freue mich riesig über den Preis und hoffe, dass meine Frau ihn mit nach Hause trägt. Viel Spaß am Abend. Tschüss. 2018er Ipsheimer Burg Hoheneck Cabernet Sauvignon Qualitätswein von Weingut Hofmann aus Ipsheim. Herzlichen Glückwunsch. Erst kommt die Steffi, die Schwester des Winzers, weil der sitzt gerade im Flugzeug nach New York. Ah, auch schön. Liebe Steffi, herzlich willkommen bei uns. Du darfst den Serratiten mit nach Hause nehmen. Ihr habt es euch aber bestimmt, kennst den Wein von euch zu Hause, hast du schon mal probiert. Cabernet Sauvignon, wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, internationale rote Rebsorten in Franken. Wie sieht es da bei euch im Weingut aus? Hat es Potenzial? Auf alle Fälle. Also wir haben auch gute Spätburgunder. Hat auf alle Fälle Potenzial. Gerade jetzt im Hinblick mit dem Klimawandel, ihr seid ja in Ipsheim zu Hause, das ist ein bisschen weit weg vom Main, da gibt es also noch weniger Regen. Genau, noch weniger Regen, also da könnte in Zukunft noch was Großes wachsen auch. Auf alle Fälle, wir schauen täglich aufs Regenradar. Kommt nichts von oben im Moment. Aber es ist für die Rotweine ja auch schön, ne? Wenn es ein bisschen trockener ist und deswegen, ja. Hat der Bernd irgendwas erzählt zu dem Wein? Wie ist es das erste Mal für euch, dass ihr Best of Gold gewonnen habt? Ganz spontan, gestern Abend, bevor er losgeflogen ist oder bevor sie am Flughafen sind, hat er gemeint, falls er da gewinnt, müsstest du und die Lia zur Preisverleihung. Und er hat jetzt im Flieger davon erfahren und ich hoffe, sie haben sich jetzt auch ein Glas Wein oder ein Glas Sekt bestellt und besser kann doch der Urlaub gar nicht starten. So ist es. Also der wohlverdiente Urlaub nochmal von der Lese. Alle Folge auf dieser Bühne. Das letzte Mal, das erste Mal. Wie fühlt es sich an? Das ist nochmal eine Bestätigung für die Arbeit. Astreine Titelverteidigung. Ja, zunächst mal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, zum zweiten Mal jetzt, klar. Natürlich eine gewisse Bestätigung, aber auch Aufforderung, weiterzumachen, weiterzuarbeiten, weiterzukämpfen und weiterzuentwickeln. Und es gibt ja auch nicht nur im Weinberg dann die Potenziale, sondern wir haben es heute gehört, auch in der Vermarktung in Städten wie Berlin, Hamburg, haben wir einfach noch viel zu ackern, um unsere Weine, sei es jetzt Silvaner, sei es Burgunder, einfach dort in der Gastronomie und beim Kunden unterzubringen. Ich hoffe, der Preis hilft. Absolut, da ist eben die Qualität das Beste, mit dem wir auch rausgehen können in die Städte. Das Thema Burgunder ist sehr anspruchsvoll. Spätburgunder, Frühburgunder, das sind echte Divas im Weinberg. Da muss eigentlich wirklich jeder Handgriff sitzen. Erzähl uns ein bisschen was zu der Reise, zu dem Wein. Was macht ihr da genau, dass es am Ende so perfekt in die Flasche kommt? Ja, was machen wir genau? Es ist eigentlich keine Hexerei. Es ist ganz einfach von jung auf akribisch arbeiten am Rebstock. Qualität wächst im Weinberg. Im Moment ist es natürlich sehr schwer mit Frühburgunder. Die Reife kommt immer mehr in die heißen Sommermonate. Während wir früher immer noch Angst hatten, ich weiß als kleiner Bu, Spätburgunder ist oft nicht reif geworden. Inzwischen lesen wir fangen zum Teil schon Ende August, Rekord war glaube ich 22. August, fangen wir an Frühburgunder zu lesen und machen dann sofort am nächsten Tag mit Spätburgunder weiter, dass wir die wichtigsten Weine dann im Keller haben bei uns. Also die Eleganz, die Frische ist da auch sehr, sehr wichtig, der Lesezeitpunkt. Sehr wichtig, der Lesezeitpunkt ist das A und O und natürlich bei Burgunder der Ertrag. Und der Ertrag, ja. Dann hoffen wir, dass sich jetzt zum zweiten Mal zumindest jetzt alle Leute gemerkt haben, was für tolle Frühburgunder und Spätburgunder bei euch in der Region wachsen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum zweiten Mal zu diesem besonderen Sieg. Und wir stoßen heute gemeinsam, glaube ich, nochmal darauf an. Und du darfst jetzt den Serratiten mit nach Kurfranken nehmen, von der Weinkönigin aus Kurfranken zum Winzer nach Kurfranken. Das passt ja sehr gut. Und für dich gibt es in Berlin nochmal Frühburgunder zum Nachprobieren. Thank you.
Den Müller. Ja, gerne. Danke. Also eine sehr schöne Preisverleihung mit vielen Überraschungen. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich auch noch ein Weinchen kriege oder zwei oder so. Und morgen geht es in aller Früh, ich glaube um 8, mit dem Bus ins Frankenland zu zwei Winzern, zu Stefan Vetter und zu Rudi May. Jo. Also, gute Nacht. Bis morgen. Sie sehen wahrscheinlich immer auf Insta oder Facebook, wie der Rudi seine Weinberge chipsen lässt. Und das findet hier statt, dort sind wir unter diesen Wänden. Oben so ahnt, wie mühsam das ist und wie geil. Kleine Parzellen, 500, 600, 800 Quadratmeter, die wir am Anfang alle separat ausgebaut haben, um einfach auszuloten, wie was schmeckt und wo was hin kann. Und es ist auch wirklich echt faszinierend zu sehen, dass wie unterschiedlich Silvaner auch aus einem relativ kleinen Gebiet schmecken kann, weil die durch Erosion und kleinräumige Bodengegebenheiten schmeckt fast jedes Fass anders. Also Sandstein schmeckt anders als Sandstein und Mittelkalk schmeckt auf dreierlei, fünferlei oder siebenerlei Art nochmal anders. Und dann gibt es die Ecken, wo der Übergang ist, wo man vielleicht so dieses cremige vom Muschelkalk hat und die Spannung vom Sandstein. Also das ist wirklich faszinierend. War schon 16x9. Ja, ich schneide hinterher. Dass die sowohl im Kessel als auch in der Gastronomie schon schöne Partner haben. Weingut, Lokal, Wein, auch in der Stefan, soll ich mit dem...
Ferdinand, wir sitzen hier. Ferdinand hier. Schnell. Aber wir sind zweisame Gegner. Mit so einer Plattform, wo wir quasi mal drauf fahren und oben ein Seil eingehängt ist. Genau, und für den Unimog haben wir dann auch eine Fernsteuerung gebaut. Dreht euch mal um, bitte. Schönes Foto. Ja. Ihr am Kreuz. Ihr am Kreuz. Und wir, also haben wir auch, ich werde auch gewickelt dann und so Geschichten halt gemacht. Wir glauben, wir machen ziemlich intensive Handarbeit bei dem Wein, also im Weinberg. Und im Keller ist dann. Nee, so diese Nacht, das ist nochmal viel, viel. Oh, das ist aber schlecht. Will jemand probieren? Wein und Wein? Danke. Ja, hallo. Im heimischen Keller. Erstmal einen schönen Silvaner eingießen. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, großartiger Wettbewerb. Tolle Winzer, erstklassige Weine. Eine grandiose Jury, ja, muss man auch mal erwähnen. Immer wieder schön, euch auch zu treffen, jedes Jahr. Bei den Gewinnern erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, war komplett verdient. Schön, dass auch ein Mittelfranke dabei ist, aus Ibsny, der Bernd Hofmann. Mit dem Cabernet Sauvignon, toller Wein. Ja, an der Stelle möchte ich vielen Dank sagen. Es ist immer wieder schön, wenn man aus der Provinz Wien in die Welthauptstadt Würzburg kommt und dort Weine probieren darf. Wie gesagt, Wein der Spitzenklasse dabei. Knallharter Wettbewerb und auch das Ganze drumherum wunderschön organisiert. War jetzt, glaube ich, das 19. Mal Best of Gold. Wir möchten uns bedanken natürlich an Hermann Mengler, der das Ganze ins Leben gerufen hat, die Idee dazu hatte, soviel ich weiß. An Arthur Steinmann, der ja das Ganze unterstützt und überhaupt möglich macht. Und an Andreas Göpfert, der da eine Wahnsinnsplanungsleistung hinlegt mit seinem Team. Toll, hat alles super geklappt. Dann auch die Unterbringung im Kloster, war ein besonderes Erlebnis. Ja, und war auch toll, die neue Weinkönigin kennenzulernen, die Eva Brockmann. Aber es war auch schön, die alte Weinkönigin, die das immerhin 3 Jahre gemacht hat. Ich glaube, das ist einmalig. Die Caroline Meyer zu treffen, und sie hat das ganz großartig moderiert den Abend und war ein Erlebnis. Vielen Dank auch an alle anderen Beteiligten. Vielen Dank auch für die Fahrt ins Fränkische Weinland zu Stefan Vetter. Da hatten wir noch keine Weine hier, das wird sich aber ändern. Grandiose Naturweine, er auch ein toller Typ, gar nicht so. Ja, ein bisschen kamerascheu, das macht aber nichts. Ja. Die Weine sind umso grandioser und auch die Bewirtung toll. Die fränkische Feschbar, boah, genial. Ja, viele Grüße auch ins Goldene Tal
an Rudi May und an Benedikt May. War ein ganz toller Nachmittag und darum jetzt auch ein Silvaner. Nochmals viele Grüße aus Wien. Bleibt gesund, schaut's mehr Werner Vino, geht's an die frische Luft und trinkt Silvaner. Mehr Silvaner. Bis dann. Ade.